Schön, euch nochmal live gesehen zu haben. Ja. So, vielen Dank. Ja, das war er jetzt. Der erste Teil in großen Fragezeichen, wie das weitergeht, wird dann Ruth übernehmen. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Danke, dass ihr euch so beteiligt habt. War sehr schön, euch nochmal live hier zu sehen. Ja. Von meiner Seite her, ich runde das nochmal ab, was am Anfang im Vorwort gesagt wurde. Wie gesagt, diese Filme haben einen Zweck, Gedanken in der Mitte zu prüfen. Wir sagen nicht, das ist so, das muss so sein, aber es ist zumindest ein sehr erwägenswerter Gedanke, weil die Dinge, die auf der Welt passieren, die sind so umfänglich, die sind so vernetzt mit allen möglichen Dingen, wie ich es bei meiner eigenen Geschichte am Anfang erklärt habe, dass es sehr schwierig ist, daran zu glauben, dass das lauter Zufälle sind. Ihr habt diese Berechnungen gesehen im Film, das sind alles echte Zahlen, also in diesen Dimensionen muss man das sehen. Und unser Anliegen mit diesem Film, lass es uns beobachten, auch als KLAR-TV, als S&G oder ACK, wie auch immer, lass es uns beobachten, ob es sich so verhalten könnte. Und das ist der Kern der Aussage, der Beobachtung, dass ist es möglich, weil ja überall von dieser One World, neue Weltordnung und so geredet wird, ist es möglich, dass viel von dem, was die einzelnen Völker untereinander an Probleme haben, teilweise nur Show ist. Ja? Rein der Gedanke, eine Welt zu haben mit einer Regierung, was ja offen ausgesprochen wird von verschiedenen Seiten, das erfordert ja, dass man sich in alle Länder setzt, dass man miteinander kooperiert, diese Dinge auch umsetzt in den eigenen Ländern. Und die Behauptung eben dieser am Anfang genannten fünf Aussteiger geht dahin, dass sie sagen, da gibt es die obersten Köpfe, die sind alle miteinander vernetzt in all diesen Ländern. Spielen gegeneinander, haben gegeneinander Crashs und alles mögliche, aber hinten herum läuft es anders mit anderen Zielen, mit Volksschreckung, dass die Völker so manipulieren, dass es dahin kommt zum gewünschten Ziel, zu dieser Einweltregierung mit Einwelt und. Das wiederhole ich jetzt nicht mehr alles. Gut, aber das ist der Sinn auch dieses Filmes, wenn wir ihn weiter zeigen, diesen Gedanken einfach mal in die Mitte zu stellen, zu sagen, lass es uns beobachten und wenn Indizien dafür sprechen, lass sie uns sammeln, zusammentragen und auch über KLAR-TV und so weiter die Bestätigungen einbringen, damit man dahinter kommt, dass man das auch stoppen kann, weil das kann nur das Volk. Zuletzt noch meine letzte Bemerkung, bevor wir jetzt eine Pause machen und ich bitte euch, bleibt beim dritten Teil, das ist wirklich, da kommen noch ein paar wunderschöne Dinge, ein paar sehr interessante Dinge, wir machen noch ein bisschen Fest oder wir feiern das noch ein bisschen. Aber das Letzte, was ich sagen möchte, ist ein Appell eigentlich, mein Appell an euch, an alle, die diesen Film noch sehen, macht mit bei den Home Cinemas, ja? Macht mit bei den Home Cinemas, ihr seht, es gibt keine andere Möglichkeit für uns als diese, bis es halt dann geklärt ist. Aber die Home Cinemas sind gratis. Das ist unser Angebot. Die neue Welt ist ohne Geld. Ich mache einen Appell, werdet ein Teil der neuen Welt. Ich selber bin es schon seit über 35 Jahren. Ich habe seit über 35 Jahren keinen Anspruch auf Bezahlung erhoben, in nicht einem einzigen Fall. Mit all dem, was wir machen, war es immer unentgeltlich, im Wissen, wenn wir so denken lernen, ich sehe das ja an all den Menschen, die hier mitwirken und hier in diese neue Welt mit einsteigen, es befriedigt tausendmal mehr, etwas geben zu können, als zu nehmen. Es macht mir eine Riesenfreude, euch heute all diese Filme fertig gedruckt auf der Platte da hinten zu offerieren, dass ihr die mit nach Hause nehmen könnt, auch von den früheren Produktionen. Und wir machen die wieder für relativ sehr, sehr wenig Geld, weil wir das alle auf alle Schultern verteilen. Wir arbeiten alle und alles, was wir bekommen, investieren wir wieder, um zu geben. Das ist der einzige Weg, wie wir dieser Finanzmafia, und da hängt ja alles zusammen, Finanzmafia, Pharmamafia, da könnte man nur noch so aufzählen, das ist ein einziges Konglomerat. Man kann das nur brechen, indem man eine neue Welt ohne Geld aufbaut. Das ist alles gratis. Das Essen ist gratis, dieser Tag ist gratis und keines macht sich Sorgen,
Das hat jetzt seit 35 Jahren funktioniert, ohne einmal Probleme zu machen. Aber ich mache einen Appell, werden Teil dieser neuen Welt, werden Teil dieser Vernetzung, dieser Verbindlichkeit. Wir nutzen einander nicht aus, sondern wir schenken einander alles, was wir können, was wir haben. Ich mit allen Gaben, mit allem, was ich habe, und jeder tut dasselbe. Und das macht einen Riesenspaß, gibt eine fantastische Synergie, ist ein Leben, das sich wirklich lohnt. Also, ja. Es geht! Es geht! Es geht! Ja. Okay. Ein ganz pauschaler Dank von mir noch einmal für all die vielen, die mitgeholfen haben, Drehorte gesucht, gefunden, gestellt haben. Ich habe gehört, dass in China-Restaurants 4 Leute heute hier sind. Winkt mal. Seid herzlich willkommen. Das war eine ganz tolle Zeit mit euch. Ja, natürlich empfehlen wir euch, mit diesen Leuten zusammen zu essen. Die haben auch wunderbar gegessen, nicht nur gedreht. Also die Stimmung dort kam auch vom guten Essen. Es sind ganz wunderbare Leute hier. Ganz wunderbare Leute, machen fantastische Küche und vor allem sehr, sehr preiswert. Also macht weiter so. Also danke für alle, die hier Drehorte zur Verfügung gestellt haben, mitgewirkt haben. Ich sage pauschal, wir lieben euch. Sucht die Bemessung, sucht die Verbindung, sucht die Verbindlichkeit. Wir sind einfach da und wollen mit euch zusammen die nächsten Produktionen drehen. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann im dritten Teil. Ja? Vielen Dank fürs Dasein.